Moin, moin und hallo! Hier ist der Yano Karuzuno mit Let's Play Lone Survivor. Und wir sind stehen geblieben hier in diesem Korridor bei Raum 205. Ich glaube, das war der Raum hier sogar. Ja, und der sieht immer noch nicht viel besser aus. Hier können wir auch nichts weiter rein. Was? Ich brauche etwas zum Essen schon wieder? Alter, wie hungrig bist du denn? Nein, den Schinken nicht, der sieht zu gut aus. Kommen wir nämlich hier so eine Dose mit Pickeln. Ich weiß immer nicht, was Pickles heißt. Und Combine 10 of Pickles. Jetzt Combine with... Ich bin ratlos. Ah. Wir nehmen einfach... Was haben wir denn noch? Wir hatten noch Chips und so weiter. Was ist alles denn? Habe ich das schon gegessen? Ja, wie es aussieht schon. Okay, dann nehmen wir halt die Pickel und essen sie. Nom, nom, nom. Salzig und sauer. Lecker! So, wir können die Taschenlampe mal wieder anmachen, damit wir mehr sehen. Ich kann nichts mehr tun. Dann gehen wir raus und gehen wir nach rechts, ne? Oder was ist das hier? Nope. Gehen wir hier lang. Nee, warte, was ist das hier? Sie ist blockiert, verdammt. Mhm, was bist du denn? Oh Gott, da ist dieses schwarze Loch. Und da ist der Spiegel. Was können wir wohl noch tun? Gehen wir doch nochmal hier lang. Hier ist bestimmt so ein Vieh. Gechillt, gechillt. Na komm. Nachladen, nachladen. Verdammt, keine Munition mehr. Ich werde es niemals schaffen. Was werde ich jetzt tun? Ich brauche Verteidigung. Was ist dieser Schmerz? Really? Jetzt kommen wir wieder in diese Welt zu dem Typen mit der Box auf dem Kopf. Es ist, als ob mein Hirn explodieren würde. Also wenn wir keine Batterien haben und keine Munition mehr, passiert das. Mein Gott, bitte helf mir. Hilfe. Ich kann nicht gehen. Und das Vieh kommt in Slow Motion. Jetzt steht es da in Slow Motion. Es wackelt schön herum, es danzt. Und wir sterben nebenbei. So gekonnt. Und da ist wieder der rote Bildschirm. Und der fuck bist du denn? Ist das ein Kino? So, ich denke, ich darf nicht zu dir reden. Seated Figure, okay. Hingesetzte Figur. Wurden zueinander gesetzt. Aber ich fühle mich nicht nach Reden gerade. Weil mir ist gerade nicht nach Reden. Das ist wahr. Hör zu. Du musst versuchen, da rauszukommen. Und versuchen, ein Mann zu sein. Ich habe irgendwas bekommen. Falls du mich wiedersehen musst, nimm die blaue Pille. Okay. Vielleicht ist das gedacht vom Spiel an dieser Stelle, damit wir es wissen, so ein Tutorial und immer noch Tag 3. Es sieht so aus, als ob ich etwas in meinem Rucksack hätte. Es sieht aus wie noch mehr Munition. Was zur Hölle? Okay, dann noch was Neues dazugelernt, dass wir Munition geschenkt kriegen. Das finde ich gut. Also diese Pillen sind echt hilfreich. So, jetzt einfach wieder diesen ganzen Weg. Da schauen wir bitte hier lang. Von hier aus lang. Da? Erst war das Badezimmer. Dann da raus, würde ich sagen. Und hier raus. Und. Chuck? Hi, Chuck! Immer noch keine Antwort. Hi, Leiche. Muss durch die Wand pressen zum anderen Gang. Na, verdammt. Okay, nehmen wir halt die Tür. Müssen wir halt nur mal sein. Als ob das gehen würde. Okay, wir sollten mal die Waffe nachladen. Gut. Schöne Sounds, by the way. Taschenlampe ist bei 35%, verdammt. Gegner? Hi. Na, wie geht's? Spürst du das? Spürst du das? Das? Ich habe in die Decke geschossen wegen dir. Das war totale Verschwendung von militärischen Ressourcen. Das geht doch nicht. Na egal. 204, ich war noch nie. Ich denke, es ist der Eingang zu 204. Aber die Nummer wurde weggemacht und es ist verschlossen. Vielleicht sollte ich später versuchen. Da steht 204 immer noch drauf, du Idiot. Egal. Auf die Karte bitte. Wir gehen jetzt da lang und dann gehen wir wieder rum und versuchen nächstes Mal zu 201 zu kommen, würde ich sagen. Ich habe nicht keinen Plan, was da abgeht. Sie sind zerstört. Klar, den Text kennen wir schon.
Batterie ist, glaube ich, auch wieder Monster. Ich brauche ein paar Batterien. Ach, ich habe schon wieder keine, verdammt. Warte mal, wie viel Schuss habe ich dann jetzt noch? Ich muss wissen, wie viel Schuss ich habe. Taschenpistole. Wir haben 11 Schuss. Ich brauche 6, 5, 4. Ich habe keine Ahnung, wie viele Schuss ich für die Typen brauche, verdammt. Ich gehe hier rein und auf das Beste. Hallo? Hallo? Irgendjemand? Hallo? Da nicht. Okay. Ich höre Geräusche von nicht. Ich höre lautes Getrampel vielleicht. Ne, einfach hier rein. Hallo? Hier ist rechts ein Loch mit Freizeichen. Nein, nicht. Was ist das? Guck dir diese Tür an. Das Monster da ist tot. Ich habe es getötet. Okay. Warum wird die Musik so hektisch? Das ist nicht schön. Das Schloss ist zerbrochen. Ich kann es nicht öffnen. Ich kann nicht rauskommen. Okay. Hey, yo. Was ist das? Ja, meine Medizin ist toll. Eine Blockade? Da drüben ist ein Zombie. Die Blockade Blockade. We can't get through this one. Ich kann hier nicht durchkommen. Ey, Zombie von da drüben, komm nur zurück. Hast du vielleicht Batterien? Bitte, irgendjemand. Ey, ja, da bist du ja. Ja, hast du Batterien. Gut. Komm, werf sie rüber. Ich weiß, du hast welche. Bitte. Verdammt. Ich muss jetzt schon wieder Drogen nehmen, um an irgendwas zu kommen. Komm. Ah ja, komm, gib mir die Droge. Achso, nee, ich hab sie gar nicht gegessen. Hier, schlucken. Sie hat lustig geschmeckt. Ich fühle mich schläfrig. Hab ich jetzt bekommen, was ich wollte? Hab ich jetzt Ich hab keine Batterie. Ich bin ängstlich. Ich bin komplett in Dunkeln. Ah, okay, ich verstehe, ich verstehe. Wir müssen jetzt zurück und um eine Batterie zu kriegen. Was ist das? Ah, okay. Damit wir jetzt die Batterien von ihm bekommen, von dem Pubbox-Guy, gehen wir uns jetzt in unser Bett legen. Und da kriegen wir dann die Batterien. Die Tür war's, hoffe ich. Hallo? Bin ich hier richtig? Ah, okay, da ist Shark. Okay, dann sind wir hier richtig 2-6. Zu Hause, wieder mal. Du. Ach, Bett. Gib mir Batterien. Ich könnte etwas essen. Okay. Etwas essen vorm Schlafen gehen. Wie wäre es mit. Nee, kein verrottetes Fleisch, das wird zu gut für uns. Das haben wir nicht verdient. Bohnen. Wir haben doch eine Küche, oder? Wenn nicht eine Küche. Dann. Hier rein. Das ist auch der Herd, oder? Also, er hat kein Gas mehr. Fuck. Das heißt, wir können nicht kochen. Da würde ich doch hier nicht die Waffe ziehen. Ich wollte die hier kochen. Ich kann ohne Gas nicht kochen. Verdammt. Du musst jetzt ernsthaft hier so rohe Bohnen essen, so ungekocht, kalt. Das kann doch kein gutes Abendessen nennen. Verdammt. Dann esse den Scheiß. Nicht schlecht kalt. Nee. Schmeckt kalt gar nicht so schlecht, sagen wir so. So, und jetzt legen wir ins Bett. So, und jetzt hätte ich gerne Batterien von unserem Freund, dem Boxmann. Kriegen wir die auch? Ja, kriegen wir, gut. Hi. Hi wieder. Hast du es schon herausgefunden? Warum ich ausgewählt habe, eine Box zu tragen? Zum Verstecken. You're ugly, not sure. Zum Verstecken. Du versteckst es, um dich zu du trägst sie, um dich zu verstecken. Das ist gar keine so blöde Antwort, wie es zuerst klingt. Verdammt, du brauchst dies. Hier hast du es. Die Dunkelheit ist nicht immer dein Freund. Okay, das konnte ich gut gebrauchen. Oh, Tag 4, wir haben einen ganzen Tag nichts getan. Das habe ich gebraucht. Ja, speichere mal bitte Spiel. Und wir tun jetzt immer Batterien wechseln. Wir haben 2 Batterien bekommen, das ist toll. So, aber da ich jetzt den ganzen Weg bis dahin schon kenne, machen wir den jetzt blind. Und
ist gut, dass die Zombies nicht respawnen. Das nimmt ein bisschen, also das würde das Spiel extrem schwer machen, würden die ja noch respawnen. Hi. Hi Leute. Na, Leiche, wie geht's? Kennst mich noch? Hier durch. Und jetzt links. Und jetzt rechts. Hier rein. Na, Batterien reinpacken, genau, danke. Gut, dass Robert immer mitdenkt. Hier rein. Nope. Hier raus. Oh, das ist noch mehr Blumen. Ja, zwei. Ach Gott, jetzt sind wir hier. Blaue Pille, her damit. Damit kriegen wir Munition später. Gucke auf Geröll. Looks like a bomb site. Achso, sieht aus wie eine Bombengröße. Okay. Da habe ich irgendwas knallen gehört. Hier. Oh Gott. Guck die Tür an. Das Monster da ist tot. Ich habe es geschüttet. Wann hast du dieses Monster getötet? Da war ich nicht dabei. Eindeutig. Robert, du musst mir was erzählen. Das ist. Oh Gott. Wie wär's mit dem hier? Let's open cans. Ach verdammt. Ich dachte gerade, das wäre ein Dingens. Warte mal. Sie sind wirklich groß und scharf. Vielleicht. Ich brauche irgendwas zum Durchschneiden. The fuck, Game? Ich bin verwirrt. Ich muss hier durchschneiden, vielleicht, das wäre jetzt lustig. Wie zur Hölle? Hier. Nee, hier kann man. Warte mal. Was war hier? Das war dieses Apartment, ne? Genau, das sah doch nach Stoff aus, den man zerschneiden konnte. Nein. Fuck. Verdammt. Ich hab gehofft, dass ich es jetzt hätte. Okay, was ist hier? Oh ja, hier sind unsere Partyfreunde. Na, was geht? Wie steigt so die Party? Wie geht's? Guck dir die Körper an. Was ist hier passiert? Was war hier draußen nochmal? Hier beim Balkon, ne? Sind schon am Balkon. Was haben wir hier? Guck vom Balkon. Ja, interessant. Immer noch derselbe Text wie vom letzten Mal. Ah ja. Ich würde da rechts runter die Treppe, die sieht man doch. Hi Leichen. Da ist ein Poster. Warum ist die Taschenlampe schon wieder aus? Poster. Ist das eine echte Version? Nein, das ist kein Original. Was ist hier passiert? Die Tür kann man benutzen. Ach Gott, hier. Ich brauche etwas zum Essen. Warum brauchst du denn da etwas zu essen? Der ist echt gefräßig, der Typ. Findet ihr nicht auch? Also, Robert? Was ist da denn, bitteschön? Können wir da etwa hier? Jus. Oder? Denke ich mir auch die ganze Zeit bei dir. The fuck, man. Ich bin so verwirrt. Was ist hier passiert? Krieg ich da durch? Hey, Leichen. Ach ja, stimmt, hier hat letztens den Jumpscare. Verdammt, zwei Wochen. Ich kenn's hier Letterbox True Riches Ort. Okay. Genau, das Gewebe hier, die Haut müssen wir zerschneiden. Ich brauche etwas, um hier durchzukommen. Hey, there's more of those meat chunk in here. Oh, cool. Da ist Fleisch drin, ne? Gut zu wissen. Wo geht's da hin? Verdammt, ist blockiert, okay. Dann schneiden wir das jetzt auf und dann haben wir endlich ein bisschen hier Fortschritt, ne? Und wir sollten vorher die Batterien wechseln, weil die Taschenlampe ging gerade leer. Und das sind jetzt unsere letzten Batterien. Ich hoffe, die reichen jetzt noch. Oh man, muss ich das wirklich tun? Well, hier geht's los. Boah, dieser Sound. Nun fühle ich mich ein bisschen unwohl. Krieg ich durch. Oh shit, Nigga, oh shit, Nigga. Nein. Oh. Im Balkon. Türgeflüster. Nope. Da sind bitte keine Monster drin. Oh. Cola. Element. Und. Instant-Kaffee. Cool, wir können später Kaffee trinken. Boah, dieses Spiel ist so toll. Hallo. Ein Spiegel. Okay, den nehmen wir. Gucke tief in den Spiegel. Ich könnte ein Bad gebrauchen. Ja, das stimmt. Aber du kannst hier nicht baden. So, wir sind wieder zu Hause. Ich glaube, der Part geht jetzt gerade mal 10 Minuten oder so.
brauche etwas zu essen. Alter, du bist so verdammt hungrig. Instant Coffee. Oh, 10 mal Instant Coffee. So, oder? Was können wir denn? Was können wir denn? Hier, es verrottet das Fleisch. Nein, warum nicht? Das sieht so lecker aus. Komm, ich würde sogar das verrottete Fleisch essen. Guckt euch das an. Hier. Dieser Schimmel und. Lecker, lecker, lecker. Da dieser eklige grau-weiße Pixelpunkt, das sieht doch so richtig appetitlich aus. Na komm schon. Wer würde da nicht zubeißen? Im Pudding. Ja, dann ist halt den Pudding. Also, guck ihn dir an. Ich könnte dieses Zeug jeden Tag essen. Das ist ein bisschen bland und so. Das ist ein bisschen wenig. Ach, ich habe keine Ahnung. Esse es. Ich esse es wohl. Nom, nom, nom. Immer noch gut. Echt gut. Und füllt. Oh ja. So, nein, ich möchte nicht. Ach, warte mal, das Radio sagt was Neues. Let's see if we can get it. Verdammt, komm. Sorg dir selber eine Waffe. Eine Waffe. Eine Waffe. Ja, ja, komm. Gib mir eine gute Nachricht. Die nordwestliche Wand. Am Flur dahinter. I'm waiting. Warte mal. Die nordwestliche. Nordwest oben rechts mit 201. Da war diese Wand. Da wartet jemand. Okay. Das würde ich mir sagen. Warte mal, was haben wir noch? Was haben wir denn? Wir haben 11 Schuss. Wir laden bitte nach. Okay, wir können die Waffe nicht nachladen gerade. Warum? Ich will nachladen. Geht doch. So. 10 Schuss, das reicht immer für zwei Monster. Wir haben ganz viel altes Papier, das wir irgendwie wegschmeißen. Aber egal, wir werden jetzt nochmal losgehen. Aber ich will den Part jetzt nicht so stehen lassen, dass wir kaum was erreicht haben, weil ich so lange gesucht habe nach dieser Haut, die wir zerschneiden müssen. Und wow! Yay! Let me out of here. Okay, lass mich hier raus. Wer hat das gesagt? Eine Mädchenstimme. Es klang so, als ob es weit hinter der Wand war. Hey, Munition. Ein glücklicher Jan. Was ist hier? Monster. Oh, wow, 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 wow. Wieder die Tür. Ja, da gehen wir nicht mehr rein. Was ist ab? Was geht hier? Das ist ein bisschen Munition. Patsch. Stört. Der Körper. Nein. Ein Stuhl. Ein Kreuz. Guck dir das Kreuz an. Ich habe keine Ahnung, für was das ist. Habt ihr auch das gerade gehört? Dieses. Egal. Ekelhaft. Egal, was das ist, es sieht nicht gut aus. Munition für mich, wie nett. Und. Oh, Milch! Oh, das ist Hammer. Ich liebe Milch. Ich hoffe, es ist lange haltbar. Ah ja, willst du schon. Wenn nicht, hast du Joghurt, ne? Ein alter Scher. Ja, ein alter Scher. Gutes Deutsch-Englisch gemischt. Ein alter Stuhl. Ein bisschen, irgendwie sieht der schmerzvoll aus. Wie jetzt. Something about it looks fine. Irgendwie sieht der schmerzhaft aus. Okay. Ich gehe raus. Hier gibt's eh nichts mehr. Was ist das? Musik. Musik, Leute. Brauche Schlaf. Ja, ja. Hallo. Oh, da ist ein Mädchen. Die ist in der Zelle. Das ist doch die aus dem Traumanfang. Hallo. Musik läuft, rede mit mir. Wie bist du hierher gekommen? Bist du okay? Wie kann ich dich da rauskriegen? Wer hat dich hier reingebracht überhaupt? Das Licht kleiner. Sie. Wieso bist du hierher gekommen? Ich wollte niemals, dass du mich findest. Nicht so. Meinst du? Ich war noch nie vorher hier. Wer bist du überhaupt? Ja, das stimmt. Warte mal, sich das Herz. Warte, das Licht dort gerade, was da gerade klein wird, war es gerade noch in Herzform. Ich bin niemand. So, bitte. Also, was? Ich sag das! So, lass mich allein. Fuck. Lol. Nein. Was ist falsch mit mir?
weint. Okay. Haben wir da gerade was? Was ist das? Da ist eine Businesskarte, also eine hier, Kreditkarte am Boden. Ich frag mich, wo die herkommt. Lese sie. Mal gucken. Der Direktor. Acquisition. Anquisiten. Keine Ahnung was. Frequenz 1, 2. Das ist ein. Das ist fürs Radio. Das ist eine Radiofrequency. Ich werde es das nächste Mal bei meinem Radio ausprobieren. Lampe? Oh fuck, wir haben keinen Saft mehr. Wortwörtlich. Oh, da ist ein Spiegel. Der hat sich gerade bewegt. Verdammt. Ach nee, ach so, er ist verdammt müde, okay. Ich bin immer noch ich, denke ich. Ich glaube, irgendetwas stimmt mit uns. Ich glaube, wir. Bis jetzt kommt das Spiel mir so vor, als ob wir in einem Traum feststecken würden, in einer nicht wirklichen Wirklichkeit, so als ob wir in einem Koma wären. Ja, du bist müde, ich weiß. So, leg dich schlafen. Und während er pennt, will ich jetzt noch erzählen. Ich glaube irgendwie, er ist in einer Art Koma. Also, da, wie ich den Zustand jetzt erklären würde. Man kann es sich jetzt so vorstellen, er ist vielleicht in Real Life eine Person, die gerade im Koma liegt. Und er träumt das alles. Nur die Frau, die wir da gesehen haben, ist vielleicht deine Freundin oder so. Und so weiter. Also, das ist, glaube ich, was ich meinen will damit. Dass all diese Monster und alles, was da passiert und diese Party Ängste von ihm waren. So stelle ich mir das bis jetzt im Kopf vor. Anders kann ich mir das Spiel bis jetzt noch nicht erklären. Sonst. Wenn nicht, dann ist es einfach eine richtige Zombie-Apokalypse und siehst du, da ist wirklich seine Freundin, von der halluziniert oder sonst was. Also ich würde denken, das ist seine Freundin, weil sie kennt ihn irgendwie. Das Licht war eine Herzform, das ist eindeutig, also ja. Wissenschaft. Jetzt fühle ich mich besser, ja, wortwörtlich. Also wortwörtlich, das meinte ich auch, würde ich sagen. So, wir checken noch die Radio-Dinge. Oh, wir brauchen was zu essen. Was nehmen wir denn diesmal? Eine Pistole zum Essen, das wäre toll. Aber erstmal eine nahtlose Nacht, damit wir mehr, ihr wisst schon, mehr was Crossiges dazwischen haben, so knusprig und so. Ein Cent Kaffee. Angucken. Eine Tasse Kaffee. Das ist der beste Snack. Ja. So, wir haben Milch. Guck sie dir an. Ich bin mir nicht ganz sicher über diese. Sie riecht auch, sie stinkt auch ein bisschen. Ist egal. Warte mal, wir können den Kaffee und die Milch. Verdammt, warum haben wir noch kein Gas? Dann könnten wir die ganze Scheiße kochen. Ich kann mein Glück nicht perfekt erhalten und alles. Aber ich möchte den kochen. Ich trinke die Scheiße hier, den Cola. So. Awesome. Also, Hammer. So, und ich würde sagen, ich beende den Part jetzt hier erstmal. Wir müssen jetzt bei 15 Minuten auf die Sendung machen. Meinen Magen grummelt. Alter, du hast gerade eben was getrunken. Halt die Fresse. Okay, Robert wird hier schon zu hungrig. Der frisst uns bald die Haare vom Kopf wie die Zombies. Deswegen würde ich sagen, ich bin Janu Karuzuno. Das war's für diesen Part von Lone Survivor. Und wir sehen uns beim nächsten Mal und finden heraus, was das für eine Frau war. Bis dahin und tschüss.